Hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zu Nio. So, nachdem wir jetzt Okatsu und Hadori-Hanzo losgeworden sind, sie sind halt zurückgeblieben, weil eine Brücke eingestürzt ist hinter uns, sind wir jetzt hier in diesem Herrenhaus und müssen anscheinend einen Boss nach dem anderen erledigen. Also wir hatten jetzt schon Louis, wir hatten diese komische Spinnenfrau, wir hatten diesen ganz allerersten Boss mit den großen Kugeln. Ich frage mich, was jetzt noch als nächstes kommt. Einen haben wir noch übrig anscheinend, zumindest wird uns das hier angezeigt. Hier oben. Ich weiß nicht, was danach passiert. Wir haben schon mal hier ein bisschen in den Keller geschmult. Da sind ganz, ganz viele Türen und ich weiß allerdings nicht, was uns erwartet, wenn wir die öffnen. Hier ist noch ein Gegner, mit dem kümmern wir uns zuerst. Oh, und noch so eine schöne Kanone. Sehr gut. So. Und jetzt gucken wir hinter die Türen, da habe ich mich nämlich letztes Mal nicht getraut. So. Vielleicht sind ja einfach auch nur Truhen hier. Genau. Viel Munition, okay. Hat sich irgendwas hier hinter versteckt. Diesen Trennwänden traue ich ja auch keinen Meter mehr über den Weg. Vielleicht auch ein großer Seelenstein. Shinobi-Kiste. Nice. So, und im letzten ist jetzt so ein Tanuki drin. Wetten? Da ist auch noch was. Windanhänger in paralysierende Nadel. Mhm. Nanbangu Soku. Und zwar ein komplettes Set. Okay. Da. Aber leider kein Spezialset oder sowas. Schade. Ich habe hier ganz viele Zeugs, das mir aber Daiichi, Daimon, Daikichi. Schöner Zungenbrecher. Ishida Masamune klingt, als bräuchte ich dafür ein Schwert, um das Set komplett zu kriegen. Naja. Oh, ich habe ziemlich viele Mononobe-Äxte jetzt inzwischen. Und sie sind alle stärker als meine. Weil die Stufe höher ist, ja. Feuerschaden plus... Plus den von Susaku? Plus noch mehr Angriff? Ich nehme das. Finde ich nice. Nehmen wir mal. Gucken wir mal. Ich bin immer noch sehr unsicher mit dieser Axt tatsächlich. Ich habe den Eindruck, sie hat eine kürzere Reichweite. Könnt ihr mir gar nicht anders erzählen. Vielleicht bilde ich es mir auch nur ein. Es ist unmöglich. Naja gut, wir haben jetzt noch einen Boss vor uns. Der inzwischen zum Zwischenboss degradiert wurde. Achso, nee, weiter hoch geht's ja nicht. Wo ist er denn? Und dann geht's hier irgendwie weiter. Keine Ahnung. Hier ist es? Hier ist es. Wir haben schon wieder so viel am... Ah, nee, es geht. Es geht. So, wir haben was gegen Lähmung. Wir haben Feuertalismane. Ja, Feuerschaden. Wir haben Faultier-Talisman. So wichtig. So wichtig. Und wir haben unseren Schutzgeist aufgeladen. Also, was immer da jetzt kommt, wir sollten es klein kriegen. Theoretisch. Theoretisch. Das ist aber nah. So. Die Spinne! Oh nein! Hier hinterher.
baue ich den da. Okay, das war daneben. Der Phönix rettet uns im Zweifel, alles gut. So, alles gut. Alles gut, alles gut. So, jetzt warten wir wieder auf den Phönix, dass er sich auflädt. Alles gut. Also mit Susaku und Axt. Dream Team. Dream Team. Absolutes Dream Team. Wobei bei der Spinne hatte die nicht. Ich weiß nicht, hatte die nicht eine Erdschwäche? Da war es jetzt vielleicht nicht so gut, Feuer auf der Axt zu haben. Aber nun gut, so haben wir es jetzt halt. So. So, das heißt, okay, wir kriegen einen neuen Bossmarker. Okay. Und warten jetzt noch mal kurz, bis der Phönix aufgeladen ist. Ich habe gerade Angst, der Bossmarker ist ja direkt hier vorne. Aber ich tippe mal einfach, der wird eine Etage höher sein. Da war ja dieser Fahrstuhl. Ich habe mich verlaufen. Shit. Wo ist denn jetzt der Schrein? Da, ich höre ihn doch. So. Sind auch schon fast aufgeladen. So. Kurz mal. Ja, der Fahrstuhl ist freigegeben. Oha. Alles klar, wir sind aufgeladen. Beten noch eine Runde. Und für die Spinne nicht mal Elixiere braucht, oder? Oder haben wir noch eins eingesammelt von der? So, 760.000 kriegen wir jetzt nicht mehr zusammen, glaube ich. Gut, dann bewegen wir uns nach oben. Verbrannt. Wow. Okay. Scheint nicht zu funktionieren. Okay, wir gehen trotzdem rein. Okay. Mhm. Da gibt es noch einen Schrein, okay. Oder ist das unser Schrein nur unten? Das ist unser Schrein. Das heißt, wir müssen jetzt hier hoch. Ja, das sieht doch nach dicken, fetten Bossraum aus. Kelly kriegt jetzt auf die Schnüss. Auf die Schnüss kriegt er. Nicht bevor ich hier meine... So. Just in time. I have resurrected the most feared overlord in all Japan, Nobunaga Oda! The flames of war will envelop this country once again! Ijin-yo. Der hat auch einen Zusagen. Come on.
Der hat verschiedene Elemente, okay. Okay. Wow. Langsam. Okay. What are you waiting for? この信長を利用しようとは見くびられたものよ。誰かに使われるのは面白くない。戯れは終わりじゃ。久しぶりに面白い余興であったぞ。この信長の野望、道半ばであったが未練なぞない。猿も狸もわしの敷いた道を歩んでおる。この信長をただの改まとして蘇らせようなどと風流のわからぬ漬物よ。跳ねた首、流れた血も、茶の湯も、舞も、渾然たる我が姓。ウヌアの神のように復活するも悪うはないが、ひとたび生を受け、滅せぬ者のあるべきか。Fool of a samurai! You wasted my time! Wow, das kam unerwartet und es ist kein Susaku, es ist ein V. Okay. Ein Tengen-Kuchaku. Okay. Oh, ey, ich dachte, ich sterb. Und dann machen die sowas. Hilfe! Hätte ich den überhaupt nicht besiegen müssen? Hätte der mich sowieso verschont? Oder wie? Oder was? Alter Falter, wie geht die Pumpe? Das war... Wow, der war... Okay, ich hatte Angst. Aber auch nur, weil ich dachte, das würde noch viel, viel weiter gehen hier. Okay. Anscheinend sind wir noch nicht fertig. Es gibt noch eine Tür. Okay. Dann gehen wir nochmal zum Schrein zurück. Mist. Hä? Ach, da ist ein... War der vorhin auch schon da? Den verpasst. Mein Scheiß. Aber jetzt habe ich den Phönix nicht mehr, auf den ich mich verlassen könnte. Das ist ungünstig. Ich könnte höchstens. So, ich brauche 720 Ampeter. 740 sogar, ne? 760. Hm. 260 kriege ich nicht zusammen. Ich habe einen für 50.000. Ja, aber das war's dann auch. Was haben wir denn jetzt für krasses Zeug gekriegt? Haben wir irgendwas bekommen, was wir hier noch zweckentfremden können irgendwie? Bestimmt sogar. Wir haben viel Rüstung.
bekommen, auch die gute Rüstung. Das habe ich ja gesehen. Rüstung des Justizministeriums. Okay. Was es nicht alles gibt. Aber ich fürchte, das Amrita müssen wir jetzt erstmal sausen lassen. Und den Susaku können wir auch nicht aufladen, weil wir keine Möglichkeit zum Farmen oder Aufladen haben. Das heißt, wenn wir jetzt gegen was auch immer jetzt kommt, nicht ankommen, haben wir gelitten. Okay. Haben wir gerade gebetet? Wir haben gebetet, aber ich muss trotzdem vorsichtshalber nochmal. Ihr kennt ja diesen Ort. Bestimmt von euch selber. So. Jetzt schauen wir mal, was da kommt. Das war's noch nicht. Shit. Oh, ich wollte... Warte. Ich gucke erstmal, was wir da für einen geilen Schutzgeist gekriegt haben. Wenn der auch wiederbeleben kann, kann er wahrscheinlich nicht. Aber wenn er es könnte... Vielleicht hilft er uns ja auch gegen den Boss, wenn wir den so kurz vorher kriegen. So, das ist Wind. Geisterschutz, Bonus durch Amrita-Absorption. Haltungsabhängig. Reduzierter Yokai-Schaden, Elementareffekt verlängern. Elementarangriffsschaden, allgemein Elementarangriffsschaden plus 10. Und ein Gespür für alles. Kodama, Schatz und Amrita. Das ist ziemlich stark. Das ist ziemlich cool. Aber Angriffsverstärkung nur 10. Wind 30. Einsatzdauer 20. Ich lasse ihn aber trotzdem erstmal. Ich mach ihn auf. Das Problem ist halt jetzt, ist ja nicht aufgeladen. Wir gucken mal weiter. So. Anscheinend müssen wir jetzt erstmal uns hier noch weiter durchkämpfen. Vielleicht gibt es ja doch ein bisschen was zum Farmen. Wobei das... Das Skelett im Keller war doch zum Farmen geeignet. Ne? Im Keller war doch ein einzelnes Skelett, was immer wieder gekommen ist. So. So, da sind wir wieder ein bisschen aufgeladen. Was ich allerdings jetzt überlege, bevor wir jetzt da hoch zum Boss gehen, weil es ist nicht mehr viel Zeit, ob ich nicht vielleicht doch lieber... Hier geht's hoch zum Boss, ne? Da gibt es eine extra Tür. Ob ich nicht doch lieber noch bis zu den 760 farme und wir die Folge einfach ein bisschen kürzer machen. Weil jetzt haben wir eh nicht mehr so viel Zeit. Und ich habe ziemlich viel Amrita jetzt vom Farmen zusammen. Machen wir eine kurze Folge, oder? Machen wir den Boss beim nächsten Mal? Doch, wäre ich jetzt dafür. Den machen wir beim nächsten Mal. Oder? Ja. Ja. Gut, auch wenn es eine kurze Folge war. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Dann stehen wir genau vor dieser Tür und schauen mal, was der Kelly für uns vorbereitet hat. Oder ob wir Kelly allein... Oder ist das... Eigentlich ist ja nur noch Kelly übrig, oder? Na, dann wird's nächstes Mal auch eine kurze Folge. Trotzdem. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder bei. Und wir sehen uns dann ein Level höher. Bis dann. Ciao, ciao.